Ja, grüßt euch Leute. Hier spricht Ouroboros mit einem durchaus interessanten Thema. Und zwar möchte ich euch ein altes Video präsentieren, wo ich meine Meinung sagen werde. Und zwar geht es um das Thema, um die Seele, um die Seelenbildung. Eigentlich um das Thema, was ich ja in meinen Videos immer wieder teile. Es geht darum, wie der Mensch eigentlich eine Seele erschaffen kann. Viele werden sagen, ja, wir haben doch schon eine Seele. Warum sagt der Ouroboros jetzt solche Dinge? In meinen alten Videos habe ich immer wieder erwähnt, dass der Mensch eigentlich keine Seele besitzt, sondern der Mensch besitzt einfach ein Programm, einen alten Programm, das immer wieder in ihm durchläuft. Das heißt, ich möchte euch jetzt hier direkt ins Gesicht sagen, jetzt ohne Umschweife, wir alle sind nicht lebendig. Erstens. Wir befinden uns in einer Art universalen Festplatte, vielleicht bei den Esoterikern, östlichen Ländern auch Akasha-Chronik genannt, oder Weltseele, sag ich mal, wo unser Bewusstsein, wo unser Programm da drin sich befindet. Von da aus werden wir auf diese Simulationsebene abgestrahlt, wo wir in bestimmten Avatar-Körpern agieren. Im ersten Augenblick hört sich das natürlich sehr, sehr schrecklich an, weil wenn man den Gedanken in sich beträgt, dass man schon längst tot ist und dass das Leben sich ja sozusagen nach meiner Theorie sich immer wiederholt, das heißt, immer im gleichen Körper, nicht irgendwo reinkarnieren in anderen Daseinsformen, sondern es geht aber darum, dass das Mechanismus, in dem wir uns befinden, jeden Menschen, jedes Tier, jedes Lebewesen immer wieder zurückbringt, das heißt, es belebt. Jeder Mensch hat eine bestimmte begrenzte Zeit auf dieser Ebene, sage ich mal, und wir müssen versuchen, aus dieser Sterblichkeit in diese wahre Unsterblichkeit rüberzugehen. Und das geht nun mal nur, wenn wir an uns arbeiten. Wie ich in meinen alten Videos gesagt habe, hat unser Körper alle Mechanismen, um diese Seele, was man eigentlich werden muss, zu entwickeln. Und heute möchte ich euch mal ein Video, ein altes Video zeigen, die ich schon mal in früheren Abschnitten mal, glaube ich, euch gezeigt habe, aber ihr werdet genau verstehen, was eigentlich ich damit sagen will, weil all meine Videos beziehen sich darauf, dass der Mensch eigentlich nichts anderes ist als wie so eine Art Maschine mit einem Programm drin, und dieses Programm, was man ist, muss man so umändern, so überwinden, dass man aus dem Alten etwas Neues wird. Deswegen auch in den alten Geschichten beziehungsweise auch in der Bibel oder in welchen Schriften, die besagen ja, dass der Mensch sich so umwandeln muss, sich so verändern muss, dass er aus dem alten Dasein etwas Neues wird. Das heißt, genauso wie in der Bibel steht, man muss im Geiste neu geboren werden. Und Leute verstehen gar nicht, was das für Bedeuten hat. Wie soll man neu geboren werden, wenn man hier lebt und wenn man sein Bewusstsein hier behält? Viele werden natürlich sagen, ja wieso, ich bin doch kein schlechter Mensch. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht ja gar nicht mal darum, ob man ein schlechter Mensch, ein guter Mensch ist, sondern man muss einfach dieses Leben selbst hinter sich lassen. Ob das ein gutes Leben ist oder ein schlechtes, spielt keine Rolle. Um hier aus dieser Simulation auszusteigen, muss man nun mal sich ändern. Das heißt, das Alte muss man hinter sich lassen und etwas Neues muss entstehen. Und darum ist das wichtig, wenn ich es jetzt sage. Man muss, entschuldigt, eine neue Seele bilden, weil die Seele selber existiert nicht. Es existiert weder in den arabischen Religionen, das heißt, es existiert weder im Koran, noch im Christentum, noch im Judentum, sondern es wird dort einfach bezeichnet, dass Gott die Menschheit mit seinem Hauch, mit seinem eigenen Hauch zum Leben erweckt. Aber das ist keine Seele, sondern es ist wie so eine Energie, das den Körper bzw. das Programm am Leben hält. Darum wollen wir uns kurz mal dieses Video anschauen. Es ist wirklich sehr interessant, und denkt an meine Worte, was ich gesagt habe.
Wir sind tote Wesen, die hier abgestrahlt werden, beziehungsweise belebt werden. Und wir müssen versuchen, beziehungsweise die, die auserwählt worden sind, müssen versuchen, eine Seele zu bilden, diesen Funken zum Erleuchten bringen, was in jedem Menschen ist, und somit einen sogenannten solaren Körper zu erschaffen, der dann durch diesen Lichttunnel nach dem Tode überqueren kann. Alle anderen, die diesen Weg nicht geschafft haben, die eine Seele nicht erschaffen haben, konnten, sage ich mal, werden in diesem Lichttunnel einfach zerstört werden. Also, lass uns mal dieses Video anschauen. Wie gesagt, es ist sehr interessant. Ich wusste immer, wer ich war. Ich wusste immer, was meine Aufgabe ist. Und das habe ich irgendwie akzeptiert. Wenn du Kontrollzentrum und Welt erreichen sagst, meinst du dann vielleicht so eine Art von astraler Projektion oder sowas ähnliches? Das ist ein Teil von Magie und ich mag den Begriff eigentlich nicht, aber mir fällt kein anderer ein. Astrale Projektion, das hört sich doch irgendwie künstlich und nach New Age an. In der heutigen Gesellschaft, nicht nur unserer im Westen, sondern auch der im Osten, sind wir letztlich irgendwie zum Schluss gekommen, dass Spiritualität so verwässert wurde, dass wir glauben, dass Erleuchtung das Wichtigste bei jeder Art spiritueller Praxis sei. Sie sei die Ziellinie, ist sie aber nicht. Es gibt tatsächlich Dinge, die noch danach kommen. Was wir als Erleuchtung verstehen, ist der erste Schritt eines Prozesses. In der Magie nennt man das, was sie im Osten Erleuchtung nennen, solares Bewusstsein. Solares Bewusstsein bedeutet, dass man komplett und absolut im gegenwärtigen Moment verweilt. Genauso wie in Momenten der Erleuchtung. Nachdem man solares Bewusstsein entwickelt hat, ist der nächste Schritt des Prozesses die Entwicklung dessen, was wir solarer Körper nennen. Man bildet ein Gefäß, in dem sich das eigene Bewusstsein aufhält, um an dem Punkt, den wir den zweiten Tod nennen, nicht zu zerfallen. Der erste Tod ist der Tod unseres physischen Körpers. Beim zweiten Tod löst sich dein Astral- oder Ätherkörper auf. Dein Bewusstsein läuft dann durch eine Art kosmische Waschmaschine. Jeder Aspekt der Persönlichkeit wird herausgewaschen. Man bleibt mit einem Kern von reiner Energie zurück, der dann in etwas anderes recycelt wird. Wenn man den solaren Körper gebildet hat, passiert das nicht. Man überträgt sein Bewusstsein im Moment des Todes auf diesen solaren Körper. Dann wird man zwar nicht komplett und nicht ganz genau gleich, aber dein Bewusstsein hat sich für die Ewigkeit befreit. Und ab diesem Moment kannst du, wenn du das möchtest, wann, wo und wie du willst, ins physische Reich zurückkommen. Der springende Punkt ist, anderen Menschen dabei zu helfen, diesen Prozess zu durchlaufen. Schon Beethoven sagte, dass der Sinn des Lebens sei, also der Sinn des Menschseins, so nah wie auch nur irgend möglich an die Göttlichkeit heranzureichen. Und diese Göttlichkeit dann in die Menschheit hinauszutragen. Vergiss nicht, was du sagen wolltest. Wow, in diesem kleinen Videoausschnitt, entschuldigt, waren eigentlich alle Videos, was ich gemacht habe. Da ging es darum, dass man eine Seele erschaffen muss. Und die, ich habe in meinen alten Videos immer wieder gesagt, wie man das erlangen kann. Es ist nun mal nicht einfach, Leute, muss man ehrlich sagen. Um diesen Gefäß, dieses Gefäß, das im Gehirn sich befindet, und in meinen alten Videos habe ich erzählt, wie man eine Seele bzw. eine Schwingung der Zirbeldrüse erwirken kann, um diese sogenannte solaren Körper, die Seele selber zu erschaffen. Genauso wie in diesem kleinen Ausschnitt gesagt wurde, dass man nicht genauso so sein wird wie früher. Darum geht's ja. Man muss sich ändern. Aber dieses Änderung geht nicht einfach von sich aus, sondern es ist etwas, ja, für viele Menschen Unvorstellbares. Man muss den Weg gehen. Diesen Weg heißt, man muss einen Weg gehen, um die alles alte Lasten, was auf einem ist, loszuwerden. Wenn man den Weg geht, hat man so einen riesigen Stein am Rücken gebunden.
Und je weiter man sozusagen dem Ziel entgegenkommt, desto weniger Schwere hat man am Rücken. Das heißt, die Schwere, die Last wird immer weniger. Und darum geht es am Ende des Lebens. Je mehr wir diesen Weg gehen, diesen engen Weg gehen, desto mehr haben wir Erkenntnis, desto mehr haben wir Wissen und desto mehr haben wir die Möglichkeit, den wahren Grund unserer Existenz zu fragen bzw. herauszufinden. Genauso wie in diesem kurzen Abschnitt erwähnt worden ist, wenn wir es schaffen, diesen Solaren bzw. die Seele zu bilden und wir sozusagen durch diesen Lichttunnel reinkommen, durchgehen können, dann sind wir wie Götter. Und als Gott, als Engel, sage ich mal, eher göttlich, sage ich mal, hat man die Möglichkeit, jederzeit in verschiedenen Epochen, in verschiedenen Daseinsformen in diese Ebene wieder reinzukommen und vielleicht sogar anderen Menschen zu helfen, dabei ihren Weg wieder zu finden. Es ist für viele Menschen, die sich viel mit Esoterik beschäftigen, ich verstehe diese Menschen ja, dass die Hoffnung haben, dass das Leben nach dem Tode weitergeht, aber leider ist das nicht so. Und viele Esoteriker sagen ja, Energie ist unzerstörbar, das ist ja, mag alles richtig sein, nur das Bewusstsein, die Energie, die das Bewusstsein sozusagen im Leben hält, die wird weiter existieren. Aber das Bewusstsein wird zerstört werden. Darum ist es ja auch so, dass in der Bibel auch vom zweiten Tod die Rede ist. Der erste Tod, wie ich gesagt habe, ist dieses Avatarkörper, beziehungsweise das, was wir als Körper bezeichnen. Und der zweite Tod ist nun mal das Programm. Das Programm, das in den Menschen abläuft und nach dem Tode freigegeben wird und durch eine Art Tunnel ins Löschungsprogramm eingesaugt wird, wenn man keine neue Seele besitzt. Und das hat diese kleine Ausschnitt super präsentiert, sage ich mal. Es hat eigentlich die gesamte Wahrheit erzählt, was auf dieser Ebene passiert. Dass der Weg zu einer Seele unvorstellbar schwer ist für die Auserwählten, für die Menschen, die erkannt haben und meinen, sie werden auserwählt, sage ich mal. Und es ist schwer, aber es ist möglich. Es ist durchaus möglich und an alle Menschen, die jetzt hier wahrlich an ein Leben nach dem Tod glauben, es tut mir vom Herzen leid, sage ich mal, dass viele Menschen an ihrem Glauben immer noch festhalten, dass das Leben weitergeht, alles um und dran. Leider ist das nicht so. Das heißt, das Leben wird nach dem Tode, wenn man durch das Licht gegangen ist, aufhören. Man ist nicht komplett weg, weil das Bewusstsein, das Programm ist ja immer noch auf dieser sogenannten kosmischen Festplatte. Und irgendwann werden diese Menschen, beziehungsweise alle Menschen fast, wieder auf diese Ebenen abgestrahlt. Und sie müssen wieder erneut versuchen, die Auserwählten von all dieser Masse diesen Weg zu gehen. Das heißt, jedes Mal, wenn diese Simulation aufgebaut wird, halten bestimmte Menschen bestimmte Zeit diesen Weg zu schaffen oder aber auch nicht. Darum meine letzten Worte, ich möchte das Video nicht so lang machen. Es sollte einfach ein kurzer Zusammenschnitt sein, von wem oder von was ich eigentlich rede die ganze Zeit. Ich habe schon über 400 Videos, glaube ich, gemacht, so ungefähr, mit verschiedenen Thematiken. Aber all diese verschiedenen Thematiken beziehen sich eigentlich immer auf eines, und zwar, dass der Mensch hier als totes Wesen versuchen muss, Übermensch zu werden, ein Übermensch in dem Sinne, dass er wieder zum Leben auferweckt wird, in dem Sinne, dass er die Unsterblichkeit erreicht. Das heißt, mit einem neuen Körper, mit einer neuen Seele zu einer Art göttlichen Wesen zu transformieren. Und das ist möglich, Leute, das ist möglich. Und darum diese ganzen Quacksalber hier mit ihren ganzen Büchern über Leben nach dem Tod, über Esoterik, über Engel, Götter, was weiß ich, was auch immer. Ihr lasst euch immer von diesen Leuten leider verführen, sage ich mal. Statt mal selber nachzudenken, statt mal den Weg selbst zu gehen. Es geht am Ende nicht um Bücher lesen und was weiß ich was. Man muss den Weg gehen, Leute. Darum auch diese symbolischen Werte in der Bibel, zum Beispiel den Weg Jesu gehen, um später selber Jesus zu werden. Kein Mensch versteht diese Worte, aber wie ich in meinen Videos immer erklärt habe, nur derjenige, der den Weg geht, derjenige, der durch Kummer und Leid geht,
derjenige, der seine Egos überwindet, derjenige, der den Schmerz des Lebens hinter sich lässt, der wird am Ende eigentlich in die andere wahre Realität hinübergehen können. Alle anderen werden ewig in dieser toten Welt festsitzen, regelrecht, und immer wieder diesen Mist in ihrem Dasein ablaufen lassen. Darum, meine letzten Worte für dieses Video, sage ich mal, die Hoffnung stirbt zuletzt, und wer weiß, vielleicht klappt das beim nächsten Mal. Das war's für heute. Ich will mal sagen, bis demnächst und ciao.